Liebeskummer nach einer Trennung oder einer unerfüllten Liebe. Und da muss nicht immer Partner gemeint sein, sondern auch Kinder oder Mutter und Vater. Kennst du das auch? Da möchte man sich am liebsten die Bettdecke über den Kopf ziehen und nicht mehr vorkommen. Obwohl man weiß, dass es vielleicht besser so ist, wie es ist, gehen die Emotionen trotzdem hoch und runter wie in einer Achterbahn. Und unser Verstand möchte ja gern verstehen, aber unsere Gefühle rebellieren. Nichts scheint mehr unter Kontrolle zu sein. Und man fühlt sich einfach schlecht, traurig und irgendwie leer. Als stünde man neben sich, fast wie in Trance. Der Kopf brummt und man fühlt sich einfach nur müde und kaputt. Alles um einen herum fühlt sich an, als würde es nicht mehr zu einem gehören. Ich kenne diese Situation auch zu gut. Vor allem aber möchte man ja auch nicht ständig darüber reden, weil man sich dann noch mieser fühlt. Also, was kann da helfen? Was tut man, wenn man es nicht so los wird? Komm mit, ich möchte dir heute helfen, wieder neuen Mut zu fassen und dich wieder aufzubauen, damit du dich am Ende dieser Meditation wieder besser fühlen kannst. Suche dir zunächst ein ruhiges Plätzchen, an dem du die nächsten 30 Minuten nicht gestört wirst. Stelle dein Handy aus und mach es dir so bequem wie möglich. Vielleicht nimmst du dir noch eine Decke und ein Kopfkissen und los geht's. Lege oder setze dich bequem hin. Achte darauf, dass deine Beine beim Liegen nicht überkreuzt sind. Beim Sitzen darfst du ganz normal deine Meditationshaltung einnehmen. Oder dich auf einem Stuhl oder einen Sessel setzen und anlehnen. Und wenn du jetzt deine bequeme Haltung gefunden hast, schließ deine Augen. Atme tief ein in deinen Bauch. Dein Atem sollte in deinem Bauch ankommen. Deine Bauchdecke hebt sich dabei. Beim Ausatmen senkt sich dein Bauch wieder. Nochmal tief einatmen. Und langsam wieder ausatmen. Du kannst spüren, wie sich dein Körper nur durch diese Atmung schon langsam entspannt und ruhiger wird. Du fühlst, wie sich dein Gesicht entspannt. Lass auch deinen Ober- und Unterkiefer los. Und deine Zunge liegt ganz locker im Mund. Lass bewusst auch deine Schultern fallen. Es ist im Moment nicht notwendig, sie anzuspannen. Nimm auch die Spannung aus deinem Nacken raus. Dein Rücken liegt ganz bequem auf der Unterlage. Deine Arme liegen ganz entspannt neben dir. Beckenboden und Po-Muskulatur sind vollkommen entspannt. Deine Beine sind locker und entspannt.
Und auch deine Zehen sind ganz locker. Dein ganzer Körper ist locker und wohltuend entspannt. Und überall da, wo du noch Anspannung fühlst, atmest du diese einfach aus. Du atmest Entspannung ein und Anspannung aus. Entspannung ein und Anspannung aus. Wenn dein Gefühl in der Magen- und Herzgegend immer noch flau sein sollte, dann atme noch einmal ganz tief ein und dann halte die Luft an und zähle bis 10. Dann langsam wieder ausatmen. Und gleich noch einmal. Du kannst fühlen, wie sich dein Körper immer mehr und mehr entspannt. Es ist ganz egal, ob du dich bereits an der Schwelle zum Schlaf befindest oder noch hellwach bist. Dein Unterbewusstsein wird alles aufnehmen, was für dich wertvoll und dienlich ist. Meine Stimme kann dich beruhigen, kann dich ermutigen, kann dich entspannen. Lasse deine Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Spüre, wie sich dein Atem in deinem ganzen Körper verteilt, wie dein Körper mit frischem Sauerstoff versorgt wird, vom Kopf bis zu den Füßen. Du erfährst dadurch ein wohlig warmes Gefühl in deinem Körper. Spüre in deinen Körper hinein. Wo kannst du es fühlen? Lasse dein Herz dich führen. Es flüstert, also höre ganz genau zu. Es war viel los in der letzten Zeit. So viel Stress. So viel Herzschmerz, so viel Ungerechtigkeiten, so viele Herausforderungen und Entscheidungen, einfach zu viel. Und du fragst dich selbst, was mache ich falsch? Bin ich nicht hübsch genug? Warum sieht mich der andere nicht? Bin ich überhaupt beziehungsfähig? Was habe ich getan, dass so mit mir umgegangen wird?
Vielleicht bist du verlassen worden. Oder du hast die Entscheidung getroffen, jemanden zu verlassen. Vielleicht hast du eine unerfüllte Liebe und leidest sehr darunter. Oder du fühlst dich anderen gegenüber klein und nichtsbedeutend. Es gibt so viele Gründe, wegen denen man Herzschmerzen haben kann. Lass dir eins gesagt sein, alles ist gut. Das Einzige, was dir fehlt, ist die Liebe zu dir selbst. Und da sind sie wieder, diese tiefen Herzschmerzen, die sich sofort melden, sobald man zur Ruhe kommt. Du atmest tief ein und wieder aus. Tief ein und wieder aus. Erlaube dir, diese Gefühle jetzt zuzulassen. Denn dafür bist du heute hier. Lasse sie zu. Und wenn jetzt Tränen laufen, dann erlaube dir, sie laufen zu lassen. Lasse sie laufen. Und wenn du wütend bist, dann erlaube dir, es zuzulassen. Sei wütend. Und dann kehre wieder zu deiner Atmung und dem intensiven Gefühl in deinem Körper zurück. Fühle diese wunderbare Wärme in deinem Körper. Erinnere dich an Momente des Glücks, die du allein erleben durftest. Momente, in denen du dich richtig glücklich gefühlt hast, ohne dass dich jemand begleitet hat. Auch wenn sie noch so klein und nichtig waren, du hast dich so wohl gefühlt. Erlaube dir, sie jetzt zu fühlen. Richtig tief ein und auch wieder aus. Und gebe dich nun den Gedankensätzen hin, die gleich bei dir ankommen werden. Ich lerne, mich so anzunehmen, wie ich bin. Ich bin wertvoll mit all meinen Schwächen. Ich akzeptiere meine Schwächen. Und ich darf auch Fehler machen, dafür bin ich Mensch. Nein sagen. Ich darf jetzt Gedanken, aber auch Menschen oder Situationen loslassen, die nicht gut für mich sind. Ich glaube an mich. Ich achte darauf, was ich denke.
Ich wähle bewusst liebevolle Gedanken für mich und andere. Ich bin nachsichtig mit mir und erlaube mir, mir die Zeit zu nehmen, die ich brauche. Ich vertraue mir und meinem Bauchgefühl. Ich kann alles schaffen, was ich mir vornehme. Ich kann und darf mich selbst verwirklichen. Jeden Tag komme ich meinen Zielen ein wenig näher. Viele Menschen um mich herum lieben meine Art, so wie ich bin. Ich verdiene es, geliebt zu werden. Ich werde geschätzt. Ich bin genug für mich und alle anderen. Voller Liebe lasse ich alles los, was mir Kummer und Schmerz bereitet hat. Ich habe bereits viel in meinem Leben erreicht. Ich bin stolz auf die Person, die ich bin. Ich bin genau da, wo ich sein soll, und es werden sich noch so viele Türen öffnen. Ich weiß, dass meine Zukunft voller Liebe sein wird. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Ich bin die Quelle, aus der alle Liebe kommt. Ich genieße mein Leben. Ich bin bereit, dass die Liebe mich jetzt erfüllt. Es ist wichtig zu akzeptieren, was ist. Glaube nicht, dass es für dich jetzt in Ordnung sein muss. Das soll es nicht heißen, sondern dass du es viel mehr als Teil deiner Vergangenheit in deinem Leben annimmst. Erkenne es an. Erkenne an und verstehe, dass du die Hauptperson in deinem Leben bist. Dich anzuerkennen und dich bedingungslos zu lieben, ist das Wichtigste in deinem Leben. Und erst wenn du glücklich mit dir selbst bist, werden sich Türen öffnen, die dich noch glücklicher werden lassen.
Wenn du diese Meditation zum Einschlafen genutzt hast, dann ist es gut, denn dein Unterbewusstsein wird alles aufnehmen, was dir dienlich ist. Wenn du jetzt oder später deine Augen öffnest, wird dich ein Gefühl von Wärme, Glück und Liebe noch eine Weile über den Tag begleiten. Wenn dir meine Meditation gefallen hat, würde ich mich freuen, einen Daumen hoch von dir zu bekommen. Du hilfst mir damit, dass mein Kanal wachsen kann, und wenn du die neuesten Meditationen nicht verpassen möchtest, drücke die Glocke, so bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich danke dir von Herzen und freue mich auf dich. Bis dann.